Muss mal eben was gucken. Hier beim Moveset. Wenn ich schon mal gerade dran bin. Ich werde jetzt keine gravierenden, riesengroßen Änderungen vornehmen und ich hoffe, dass ich auch schnellstmöglich finde. Das war nämlich irgendwie ein bisschen versteckt. Meine Laufaktion. Die wollte ich mal anpassen. Und jetzt muss ich tatsächlich mal kurz gucken. Ja, das war irgendwie bei sowas hier. So, Moves, ne? Stehen, so im Lauf. Nee, das ist nicht richtig, beziehungsweise ich habe da keine Griff von vorne, Griff von hinten. Gucken wir mal kurz. Nee, ich bin gerade so ein bisschen überrascht, dass ich da also auch keine Tastenkombination habe. Also ich habe da glaube ich gar nichts. Verkniet im Sitzen, oberstes Seil. Sprungbrett, oberstes Seil. Also ich suche normalerweise dieses ganz normale Angerenne. Lehnend, mittleres Seil, im Sitzen, ohne kniend, im Stehen. Seil benommen. Moment, ich muss mal auf Ecke. Ja, aber ihr seht ja selber, da ist jetzt nichts großartig zugewiesen, tatsächlich, also gar nichts. Das ist nicht das, was ich suche, Freunde. Gucken wir mal, was da zumindest ist. Guck mal, die Sachen, die mache ich alle gar nicht. Ist auch nicht richtig. Ja, also die Aktion, die ich gerade suche, ist quasi, nachdem wir den Gegner in die Ecke gerammt haben, stürmen wir ja an und machen eine schöne Aktion in der Ecke. Ne? Also das ist so eine Laufaktion, aber in der Ecke. Finde ich irgendwie nicht. Und danach stehen wir ja quasi in der Ecke und können rennen und können den Gegner von hinten angreifen. Und da machen wir ja nur so einen komischen in die Beine springen irgendwie. Und da wollte ich jetzt mal gucken, ob man das nicht auf die Schnelle geändert kriegt. Okay, ich habe irgendwie das Gefühl, das wird hier auf die Schnelle nichts, deswegen mache ich das einfach mal später. Ja, das Menü, das hätten sie mal ein bisschen überarbeiten müssen und... Naja, ich weiß nicht jetzt selber nicht wie, aber hätte man irgendwie übersichtlicher gestalten müssen. Können und sollen. So, neue Mitteilung. Ja, okay, dann gucken wir uns das halt mal an. Mhm.
Da wären wir damit quasi auch schon wieder durch. Okay, Performance Center haben wir alles abgegrast. Aktueller Ort. Tribut Upgrades. Verfügbare Punkte 4. Und das war es auch schon. Es ist alles abgegrast. Wir haben hier nichts mehr offen. Ich bin verwirrt. Okay, wir können dasselbe Ding nochmal aufmachen. Und dann scheinbar auch jetzt sagen, ja, ne, okay. Los. Ja, dann machen wir doch mal. Welche Wege? Story bestätigen. PC Showcase. Alles klar. Habe ich das richtig gesehen? Ich hatte da jetzt nur noch in meinem peripheren Blickwinkel, dass da 3 Pluspunkte gibt. Ja, oder ich habe mich verguckt. Ein Fleck um Monitor oder so. Jedenfalls bin ich jetzt schon noch ein bisschen gespannt. Hey, we have some good news. You're not going to have to deal with us much longer. Well, maybe if everything works out. What do you mean? Triple H feels like he's seen enough from you and the rest of the class. So it's time for an official evaluation. Is this the PC showcase you mentioned back on my first day? Exactly. All of the GMs will be here to see you guys in action. If you impress any of them enough, you might receive a contract offer. Thanks for helping me get to this point. I won't let you down. You put in the hard work and earned this opportunity. Now it's time to deliver and reap the benefits. I'll be ready. We should also mention that each GM is going to be accompanied by a superstar from their brand to help evaluate you guys. And by evaluate, I mean you're going to face one of the visiting superstars. We already know how you do against the other guys here. So we wanted to give you a new challenge. That all sounds good to me. So, who will I face? Well, the options are Oney Lorcan from NXT, Shinsuke Nakamura from SmackDown, or the toughest challenge out of the three, Drew McIntyre from Raw. Keep in mind, there's no wrong choice. But being a tougher opponent would be more impressive to the GMs and potentially open more doors. But if you lost, risk might not be worth it. So, now that you've had 10 seconds to consider this life-altering decision, what's it gonna be? Ne, den kenne ich überhaupt nicht. Den finde ich total langweilig und öde, obwohl der cool sein könnte tatsächlich. Obwohl ich mir hier tatsächlich ein bisschen Sorgen mache, dass ich verliere, aber ne, was soll's. Boom. I want to really impress the GMs. Give me Drew McIntyre. All right, we'll make it happen. Good luck, kid. Ne, vielleicht habe ich ja Glück. We almost forgot the best part. There's a little surprise waiting in your locker. Oh, you mean his custom gear we made for him. Was wir für ihn gemacht haben. Now the cat's out of the bag. Remember your first day when you designed your wrestling attire? Well, we figured it might help your chances if the GMs could see how you'd really look in WWE. Unless you'd rather stick with your plain old boring training gear. No. I think I'm gonna go with my custom look. Thanks, guys. Da hätten sie eine Auswahl reinbauen können, oder? Weil hätte keiner wahrscheinlich auf Trainingssachen gedrückt, ne? Aber die Wahl hier wäre ulkig gewesen, oder? Alles klar, ja. Drew McIntyre, ne? Der wird nicht leicht sein, denke ich mal. Der wird hier im Spiel wahrscheinlich total überpowered sein. Wir hatten, glaube ich, den GS von 79 oder so. Ne, bei ihm würde mich keine eine 91 oder so überhaupt nicht wundern, ne? Oder eine 101 oder so. Also total überpowered. Aber das sehen wir dann ja gleich. Hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. Andere Punkte vergeben können wir nicht. Also
Just a heads up, I wouldn't get all worked up about this PC showcase, since the GMs are really only coming to scout me. That's not what I've heard. Who are you gonna face anyway? I'm taking on the mascot. I'll dominate him and show the GMs what they've been missing out on. Got you. Wait, so you're not even facing one of the visiting superstars? Sounds like someone is scared to lose in front of the GMs. It's called being smart and putting myself in the best position to succeed. Maybe you should try it sometime. But good luck getting a contract with whatever half-baked decision you made. Ja, also wäre es nicht meine erste Wahl gewesen. Ich meine, auch die dritte nicht, aber... Gottchen wäre ja auch lustig gewesen. Ja, auch er gehört zur Story. I am so jacked for this PC showcase. I had a dream last night that I beat Paragon and was signed by Mandy Rose to Raw. Man, the dream got crazy. But we don't need to get into that. You beating Paragon and getting signed to Raw wasn't the crazy part. Oh, no way, man. I can do this. I step up my game when the pressure's on. And besides, all I need is one shot. Well, I admire your confidence, and I hope it works out that way. Maybe we'll end up on the same show. That'd be sweet. Could even ride together, live together, work out together, eat together. I know, we could do a lot of things together. So ein richtiges Beavis und Butthead-Gespräch irgendwie, oder? All right, well, good luck in your match. I'm gonna go buy a new suit to impress the GMs, specifically Mandy Rose. If our real-life connection is anything like it was in my dream, there's gonna be fireworks when we meet. Not literally like pyro or anything. I mean like the romantic kind. Yeah, I get it, Chase. Good luck with all that. Klar, ladies and gentlemen, lass knacken. Lasset die Spiele im Performance Center beginnen. Obwohl, von Zuschauern hat keiner was gesagt, ne? Ne, die Aktion, die wollte ich austauschen, ne, dieses in die Kniekehle springen. Jetzt ist vorbei, ne? Au. Alter. Dass man den Town aber auch nicht abbrechen kann oder so, das finde ich auch ein bisschen schwach. Oh,
Gott, war jetzt aber auch Glück. Hör auf, solche Sachen zu machen. Ja, genau. Das aber kann der in Wirklichkeit gar nicht. Ich muss ein bisschen nachlegen. Hier, treten, treten, kick, kick. Ja, wie jetzt? Ja, der, was? Dann Zeit abgelaufen oder so? Nein. Ich finde, ich habe mich gerade richtig gut geschlagen eigentlich. Langsam, mein Freund. Ihr bleibt übrigens liegen hier. Wenn nicht, dass das nicht lustig ist, der Bordsoldat. Ihr reißt ihm den Arm aus. Ne, peinige ihn. Jetzt greifen wir zu ganz komischen Sachen. Nicht unfairer Pinch. Spring auf ihn drauf. Mit dem Arsch ins Gesicht. Booyah! Hier, guck mal. Nein! Jetzt habe ich echt dreimal ausweichen, habe ich hier versagt. Wäre jetzt aber auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Wobei der erste Kampf war besser, oder? Guck mal, was ich für Sachen mit dem Dicken machen kann, ist ja unglaublich. Gib dem Affen Zucker. Och Mann.
Jetzt war ich mir schon wieder so sicher, dass der durchgeht, da habe ich direkt den Controller losgelassen. Ich muss gewinnen. Ich muss irgendwelche Lutscher hier beeindrucken. Und dann so unspektakulös. Ne? Ich habe aber immer noch nicht verstanden, warum ich gerade nicht gewonnen habe. Ne, ich habe dem noch richtig ordentlich die Scheiße aus dem Balch geprügelt. Komisch, komisch. Wo beginnst du deine WWE-Karriere? Glückwunsch, ne, zu deinem erfolgreichen PC-Showcase. Deine Vorstellung hat einige GMs beeindruckt, ne, die dir vielleicht einen Vertrag bei ihrem Brand anbieten werden. Sprich mit Möten. Ich meine, das ist auch vollkommener Blödsinn, ne, das wissen wir alle, aber... Boah, guck mal, wie der ist. Steven Regal soll das, glaube ich, sein. Ne? Halten, ja, klar. Genau, William Regal. I've heard a lot about you. And you didn't disappoint with your win over Drew McIntyre today. With that being said, I'd like to offer you the opportunity to sign with NXT. This is a big decision, and I need to think it over. In Wirklichkeit will ich einfach nur wissen, ob noch andere Angebote im Raum stehen. Dann wird hier nämlich nicht so gesagt. Nachher sagst du hier ja zu NXT. Wobei, wahrscheinlich ist das der reguläre Weg. That's fine, but you don't have a lot of time. Weigh your options and get back to me. Ja, ja. Okay. Ist er? Hm? Das war die mit den Fantasien, ja. Ja. The fact that you had the courage to not only face an opponent like Drew McIntyre, but then beat him, really proved what kind of competitor you are. That's why I'd like to offer you a SmackDown contract. Ach, guck mal. This is a big decision, and I need more time to weigh my options. I get that, but let me know before I leave today. So, dann muss hier ja Raw im Grunde. Mal einfach mal. I wasn't planning on making any acquisitions today, but after what you did against Drew McIntyre, I'm impressed. So I want to offer you the best opportunity you're going to get. A chance to sign with Raw. Ja, normalerweise würde ich hier auch ja sagen, also Raw jederzeit vorzugen. This is a big decision and I need to think it over. Don't play games with me. If you want to sign, let me know. If not, you're a loss. Verstehe jetzt allerdings nicht, warum wir jetzt diese Wahl haben zwischen diesen dreien im Grunde. Ne? Der normale Weg ist ja regulär, ne, nach NXT zu gehen, um sich dann da zu behaupten. Und wenn man dann da irgendwie der Champion ist, oder so. Zumindest war es mal so. Ne? Ah. Ne, ich hoffe, das ist keine falsche Entscheidung. Man kann dich später noch... And you didn't disappoint with your win over Drew McIntyre today. With that being said, I'd like to offer you the opportunity. Ich würde nämlich dann tatsächlich sagen, lass uns nach NXT gehen und lass uns die NXT zu dominieren. Also ich meine dominieren. It would be an honor. In my opinion, NXT is the top brand in WWE and I'm only going to help make it stronger. I'm betting on that. And don't forget to take a moment to celebrate this achievement. You've earned it. Ich denke, man wird später immer noch wechseln können, ne? Um da auch die ganzen Quests irgendwie abzulegen, sozusagen. Thank you, Mr. Regal. I promise you won't be disappointed with your decision. I hope not, but we'll find out soon enough. Ich bin gespannt. Ja, also so für den Anfang, ne? Einfach mal. Ne, auch wenn es eigentlich ja falsch ist. Ne? NXT ist eigentlich ja immer richtig gut gewesen, nur halt auch irgendwie zu klein. Allerdings muss ich jetzt auch sagen, ich habe NXT schon, boah, bestimmt über ein Jahr
nicht mal mehr reingeguckt, also das war schon 2 Jahre, ne? Also das ist ein bisschen untergegangen, ne? Durch diese ganzen Corona-Pausen überall, keine Zuschauer und. Ne? Und danach ist die NXT ja nochmal richtig gewachsen, beziehungsweise wurde dann ja so als eigentliche Nachwuchsliga, wo die Leute halt, ne, aus den Indies und so weiter hingehen und auch eigene, ne, gezüchtete Leute dann tatsächlich irgendwie in die Main-Shows gebracht werden sollten. Ja, wie gesagt, da ist ja irgendwie alles zusammengebrochen, so ein bisschen, ne? Jawohl, guck mal, da ist er wieder. Das ist klar, aber wir haben auch unser Outfit an, ja, und dann einfach, ne, bleiben wir bei der Reihe nach. You're looking at the Blue Brand's newest superstar. Took longer than it should have, but finally, I'm gonna show the WWE Universe what the rest of the world already knows. When it comes to wrestling, I am the paragon. Good for you. I'm going to do the same thing in NXT, but without the lame nickname. Whatever. I'd say I'll be watching on NXT, but I'll be too busy dominating SmackDown. But if you ever make it out of the minors, let me know. Ein bisschen unfair. Ne? Also wie gesagt, der NXT-Brand war immer so das Nachwuchsding. Ich fand den immer relativ gut. Hätte man im Grunde, und jetzt muss ich aufpassen, also man hätte seine eigene Konkurrenz daraus machen sollen, also es zumindest so aussehen lassen, ne? Als wenn man so die eigene Liga da, wer weiß, wie hochzieht, vor allem als dann auch All Elite Wrestling aufgekommen ist, ne? So dass man quasi zwei unter seiner Kontrolle hat, ne? Also NXT und ganz normal WWE. Ne, hier SmackDown und Raw, wobei ich auch tatsächlich nicht weiß, warum die Shows abhängig sind. Also hier mit diesem Roster-Split gedröhnt. Ich fand das schon immer dämlich irgendwie, aber. Naja, komm, machen wir einfach hier weiter, ne? Hier haben hey, wir die Probleme erstmal I heard nicht. You're going to NXT. Looks like I'll have some company. You sign with NXT too? Yeah, I just spoke with Regal. I think it's a great fit for my style and I'll be able to compete for the Cruiserweight Championship. We should look out for each other there. Ich habe keinen Bock mit dem zu sagen. Na komm, hier bin ich jetzt mal. Ich treffe jetzt mal eine richtig arrogante Aussage. I'm gonna focus on myself right now. This is too big of an opportunity to get sidetracked by anyone else's drama. You know? Whatever you need to do. But know that I got your back if you need it. Ja, das fühlt sich auch. Ne, dass wir um die ganzen Tag-Team-Klamotten irgendwie nicht drum rumkommen. Heard you got signed. Congrats. Hat der da Hot Dogs tätowiert? Thanks. What's the matter? You and Hector and Paragon all got signed, but no one wanted me, and now I'm stuck here while you guys are all moving on to bigger and better things. Was ein fieser Spruch. Comparing yourself to us isn't going to help. Your time will come. Trust me. You just need to take a hard look in the mirror and see what you can change to capitalize on the next opportunity that comes along. That's good advice. But what if it wasn't anything that I did wrong? What if someone in WWE doesn't want me to succeed? Dafür bist du viel zu unwichtig, mein Freund. Bro. I think you've been spending too much time on social media. There are no conspiracy theories in play here. All right, but that is exactly what you would say if there was one. Chase, keep your head up and continue to work hard. I gotta go clean up my locker. That's not code, is it? Like you're not trying to tell me there's a conspiracy theory against me? That I'm being locked down? Wink Chase. Mr. Michaels. Congrats on getting signed to NXT. I think you're gonna do big things there. Thanks for saying that. Especially since we haven't always seen eye to eye. Nicht, waren wir nicht? It's hard for me to see eye to eye with anyone these days. That's a joke. But nonetheless, this is always a proud day for us. But just remember,
Don't slip up and embarrass me or the other coaches, okay? So basically, don't do anything you would have done when you were starting out in WWE. Exactly. Good luck, kid. I'll be watching. And there you see the newest addition to NXT's roster making their way into the arena. If you ask me, I think he's going to do big things here. Well, nobody asked you, but I have to agree. This guy is the definition of superstar. So, drei Upgrade-Punkte. Schöne Sache. So, wir sind bei 7. Ein bisschen was brauchen wir noch. Und wir haben Mark Thompson noch nie gehört. Hat ein schönes Hitman-Shirt. Ist am Metall. Oder sowohl als auch. Can I bother you for a selfie? I'd be so thankful. I asked Raul Mendoza when he was through here earlier, and he ignored me. Not that I'm bitter about it. And not that I'd love you to take him down in the ring, but if you wanted to, I wouldn't mind it. Tu Mark einen Gefallen und besiege meinen kleinen Gegner. Okay, aber maximale Upgrade-Punkte. Plus 25, ey, was ist los? Was geht hier auf einmal vor sich? Ja, heißt das, jetzt wird hier so ein bisschen die Schraube angezogen, oder? Naja, aber versuchen wir mal, ihm den Gefallen zu tun und den Gegner nur für ihn zu besiegen. Ja, da muss ich ganz dringend ändern mit dem Phänomen. Oh, ich habe hier die Grafik auf Anschlag. Ja, ich habe hier eine RTX 3000 Schlammig-Lotote TI. Also, hätte ich jetzt aber auch ein bisschen mehr erwartet. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from Germany, weighing in at 278 pounds, The Machine. This individual is considered someone to watch when he arrived in Houston for training with Booker T and was applauded for his work ethic at the Performance Center. The cachet of being well known on the independents vanishes the moment you enter WWE. I give him this. He's been putting in the work. That's right. Come on, let's go. Schön, jetzt muss ich auch noch ein bisschen arbeiten. The look of focus and determination on his face. He wants to show the world that he can compete on this high level. Thank you.
weiß gar nicht, gab es mal nicht die Möglichkeit, auch eigene Bilder da reinzukriegen? Well, here comes the technical assassin of Legado del Fantasma. If Mendoza hears sarcasm in that, he'll meet you in the parking lot. And his opponent, representing Legado del Fantasma, from Cordoba, Veracruz, Mexico, weighing in at 190 pounds, Raul Mendoza! He started in the Cruiserweight Classic in 2016, but now finally breaking through. Yeah, but at what cost? This man spent 4 years in NXT trying to break through before joining Legado del Fantasma. Santos Escobar and Joaquin Valle taught Mendoza the discipline needed to reach new heights. Gentlemen, you are looking at a man who is sick of the doubters, sick of being questioned about his potential. Ich wollte gerade sagen, dieses Handtuch hier, der will gegen so eine Maschine bestehen, ich weiß nicht. Hier ist noch 5 Meter Sprung. Den Arsch, den hätte ich geworfen. Driven into the barricade. Vicious right forearm. Attacked in the midsection. Hurts on the shoulders. Brech ihn ab. Overhand connects. And Mendoza can't send a message if he gets outmatched like that. Coming back into the ring, back to the action. Look at him totally vibing with the WWE Universe right now. Off the turnbuckles. What's he got? From way up. Look out below. You want to talk about putting it all on the line. Always an extra risk when you dive ringside. Dann wir nochmal mit dem Gegreife. Also man konnte die auch rumführen sozusagen, wenn man sie einmal aufgehoben hatte. So, und wehe, der packt gleich wieder voll aus hier. Dann rast hier aus. Hier geht er rein. Der geht einfach nicht rein. Snapmare Takedown. He needs to find his way back into the ring. The count just keeps going up. He climbs into the ring. Eight. Looking for a little bit of high risk here. Oh, wow, look out. Big time risk pays off. The daredevil in you comes out when you take risks like that. Los, geh raus. He's heading up top. Dick, watch out. All the way to the outside. Showing absolutely no apprehension to putting one's body on the line. And back in the ring we go. Mendoza is being carefully measured now. Uh-oh. What's coming next? Shoulder breaker. And Mendoza's laid out. Makes the cover. It's over. Oh, den haben wir aber tatsächlich dominiert. Here is your winner, the Machine. No other way to put it, guys. That was kind of a butt kicking. Never a doubt. Barely a moment's suspense. This one was about as lopsided as they come. Schöne Sache.
25 Upgrade-Punkte. Schön. Ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich nicht ständig so sein, aber so als Schub ist das doch erstmal richtig gut. So, dann haben wir hier unterschiedliche Orte. Da gucken wir gleich mal drauf. Attributes. So. Ja, und jetzt haben wir, ne, 9, 18, 27. Wir können also locker 3 Punkte. Oh, Moment, wir könnten auch jetzt tatsächlich hier in die Verteidigung mal reingehen. Reifen können wir auch nachziehen. Verteidigung hier statt. Umher, damit ich ihn schlagen kann. Okay, der nächste ist dann 13. Und wir steigen auf Stufe 80. Oh, Moment, verfügbare Punkte, ich habe immer noch mehr. Ja, das halte ich erstmal für eine ganz gute Idee. Ne? So, alles im Allen. Social Media gucken wir uns dann auch gleich an. Orte. So, GM-Büro von NXT. Wir haben da den Billardsalon, Fitnessstudio, super gerade, alles klar. Ja, auch wenn es halt immer Ewigkeiten dauert und meistens auch nicht so richtig übersichtlich ist. Ich wollte mal dieses AJ Styles Zeug, das wollte ich da mal weghaben jetzt. Ich meine, ich brauche nicht unbedingt was Neues da drin. Im Zweifelsfall schalte ich das, was da ist, einfach auf aus. Ne? Einfach weg. Ne, das stört mich dann immer so ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Da haben wir schon. Was soll das jetzt heißen? Wenn man muss irgendwas auswählen, ist doch scheiße. Ja, was hier ist dann Sanity und so was alles. Ne? Okay, das bedeutet in dem Fall hier aber einfach nur, dass es aus ist. Das ist gut. Imperium, habe ich heute verpackt. Was haben wir denn sonst noch so? Titantron-Film. Hört sich die Einzugsmusik Gothic 2, die hört sich, also ich wollte eigentlich keinen Superstar nehmen, also keine Superstar-Musik. Und hab dann nach was gesagt, aber das hört sich so schlabberig an, so, ne? Muss das immer so ein Speed-Metal-Scheiß sein? Also für mich ist das schon Speed-Metal, ne? Scheißegal, was das ist. Ne, also das hat in letzter Zeit sehr, sehr nachgelassen, diese Musik-Sachen. Ich hätte lieber was Rammsteinartigeres, ne? Wisst ihr, was schon richtig hart klingt, aber nicht so schnell ist.
Na, der weiße Hai. Ne, geht hier über in die Zauberflöte oder so. Dann hier auch eine ganze Menge einfach fehlt. Warte mal, jetzt interessiert mich mal ganz kurz, warte. Ihr seht, hier sind viele Dinge komplett einfach rausgenommen worden, Namen, die überhaupt nicht auftauchen. Der er hier, der ist noch drin. Ja, obwohl schon lange nicht mehr dabei eigentlich. Die Klamotten, die man dann wirklich noch freischalten muss. Also hier ist irgendwie nichts, wo ich jetzt sage, oh boah, geil. Bin ein bisschen enttäuscht, muss ich an der Lisa an. Das ist ja nur Müll. Alles klar, komm, wir nehmen den. Ach, das ist Money in the Bank, ne? Das sehen wir hier noch gar nicht so. Ah, doch, da. Alles klar, genau diesen Gang will ich hier haben. Auch das hier, es geht wieder los. Weißt du, hier ist absolut so viel Müll drin. Ne, wir sind ja nicht so groß wie Braun Strowman oder so. Ne, wir sind ja doch schon relativ klein, aber wir wollen auch nicht wie so ein ja, darf man nicht sagen, aber wie so ein Vollidiot rüberkommen. Ne, so was hier. Ne, das passt halt nicht zu unserem Charakter, glaube ich. Hier, Feel the Glow oder so, kommt jetzt gleich. Ne? Ja, genau. So, was ich mir jetzt so vorgestellt hätte, wäre eher so was wie Mankind. Naja, aber Pinguin ist ja auch lustig.
Ne? Nein. Auch wenn er mir ein bisschen zu sehr rumwackelt, ne, wie mit seinen Rasiermessern unter der Arme. Ne? Machen wir mal das Erste. Es gibt noch unglaublich viele Sachen, die im Laufe, glaube ich, dieses Let's Plays hier angepasst werden müssen. Und wenn das nicht mal so zeitaufwendig wäre. Jawohl, ja, ging ja jetzt eigentlich. So, jetzt gucken wir mal hier endlich mal nochmal bei Social Media. So, Mark vor irgendwas. Ne, was ist das hier für einer? Okay. Ich weiß nicht, wer du bist. Genau, Macho Man, Undertaker, ne? Keiner dieser Verlierer hat je was geschafft. Ne, wer ist dieser Grimes? Ja, auch ein toller Name, so, ne? Grimes. Ja, so, was wollte der jetzt von mir? Ne, wie wäre es also, wenn ich dir im Ring zeige, was ich so drauf habe? Außerdem wäre die richtige Antwort hier mit Hut gewesen, ich. So BTW, ne? So, okay, klingt gut, ne? Hauen wir ihm die Fresse ein. Damit scheinen wir einen neuen Hut freizuschalten und tatsächlich auch maximal Upgrade-Punkte. Ich meine, okay, müssen ja auch mehr werden. Ne, die Kosten werden ja auch immer höher, sonst wird das ja echt ewig dauern. Ne? Okay. Den Hut, den hole ich mir jetzt. Denke ich mal. Kein Entrance von mir? Oh! Isn't waiting for the match to start. Grimes' opponent insulted him on social media. What do you expect? This is an overreaction, to say the least. Los. Wollte mir jetzt die Zähne einkloppen hier. Bisschen angeschlagen, kein Problem. 50%, ich mach den immer noch platt. Leute, so was könnt ihr euch sparen. Da braucht ihr nicht mal die Sequenz für laufen lassen. Ist doch scheiße. Trotzdem, da hätten sie sich dann auch in der Form sparen können.
oder sagen wir mal so, anders zusammenschneiden. Gewinne ich jetzt endlich meinen Hut? It's time to take this night to the moon. The wealthiest man in all of NXT. And his opponent from Burlington, North Carolina, weighing in at 220 pounds, Cameron Grimes. So you could say Cameron Grimes is similar to the Million Dollar Man Ted DiBiase, but even classier. Savant somehow made money buying coins for dogs. That's not exactly how that works, Saxon. I'll explain later, but Cameron Grimes about to make even more money tonight when he captures the winner's purse of this match. Ja, ist das nicht zufällig schon genau der Hut, den ich da? So did Grimes' mentor, Jeff Hardy. When the guy who trained you was calling you out, you clearly messed up. Whatever. Grimes is gonna send his opponent to the moon again, and maybe this time you can go with him, Saxton. Hey. Oh, man, right to the arm. Hyperextend your elbow. Able to give him the slip. Double A. Das war jetzt aber ein Vierfachversagen von beiden, ja. Some damage already. Oh, and a reversal. Oh, I think we're gonna see it. Here it comes. X-Blacks, man. Cover. Pushes a break before the count of two. Jetzt sehe ich da oben aber erstmal, dass da so ein orangener Balken bei meiner Aufgabe ist. The adrenaline is pumping and the WWE Universe is on his side. Big boot. Vicious. Up into the fireman's carry. Hier kennst du schon Flapjack. Bums. Uh-oh. What's coming next? Shoulder
Grimes is completely out of it. Oh, nein. Look at this. Curious to see. Der Schleuder und Lahm mit einem Irish Whip in die Seile. Alles klar. Rumbling elbow finds its mark. Ouch. Cameron Grimes with the cave in. Grimes hits the referee. That's on the referee. He needs to be more aware when Grimes is about to send his opponent to the moon. Ja, ich habe knallhart gewonnen und dann soweit. Cameron Grimes is going to send his opponent a message with a baseball bat. It's Jeff Hardy. The charismatic enigma is here in NXT. But why? It appears he's trying to encourage his former student to take the high road here. What the heck? What was that all about? Now that's more like it. And Cameron Grimes picks up the win thanks to the shocking actions from his so-called mentor, Jeff Hardy. Hey, you may not like how it went down, but at the end of the day, Jeff Hardy and Cameron Grimes are like family. And that means Hardy's going to help Grimes get ahead in WWE, no matter what that entails. That's fine, but be upfront about it. Hardy was chastising Cameron Grimes on social media for using tactics like this, and then he turns around and does the same thing. Hopefully we'll get some kind of explanation from the charismatic Enigma before long. Es läuft immer wieder auf diese Kisten hinaus, ne? Dieses gezwungene Tag-Team-Zeug. Aber ich fand's okay, also rein storytechnisch. Ist natürlich scheiße, dass man verloren hat, aber man hat halt mit so einer Sequenz verloren, die vorbestimmt war. Und meine Punkte kriege ich ja dann trotzdem, ne? Also ist schon okay. So, was haben wir denn dann doch? Wir haben einen Posteingang. Ich würde jetzt auch tatsächlich sagen, lass mal hier auf, ne, zurückdrücken. Einfach, ihr wisst schon.